Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trust and Betrayal. Zusammen mit Guru Bai. Hola. Und Mr. HP. Hallo. Und ich habe deinen Namen sogar richtig gesagt. Unglaublich. Das macht so, keinen Sinn. Haus AGP. Das ist gar nicht. Das ist, so. Das ist doch das große Blockding da hinten. Außerhalb. Das, und ich finde, das ist jetzt. Das Häuschen. Eine Spinne? Eine Spinne mit einem Skelett als Reittier. Was? Ja, gibt's. Das gibt's auch schon im Vanilla Minecraft. Ja, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, es ist halt nur dann, wenn zufällig auf die auf einem Block spawnen halt. Okay, das ist hart. Mehr Schilder hättest du nicht hinstellen können, oder? Wo stehen da? Mr. IP blau-grün. Haus blau, Haus grün. Ach, laber nicht. Ja. Lava nicht. Das hat er mir echt alles kaputt gemacht, dieses Drecksvieh. Ja, oh oh. Nein. Ich hab zum Glück noch Erde da. Ach, das ist jetzt dein Garten drumrum. Ja. Hab ich mitgebracht. Ich hab gestern einen Wasserfall draus gemacht und dann habe ich festgestellt, dass er dann das drumherum dann nicht mehr bewässert. Und dann habe ich das dann doch wieder gelöscht quasi. Guck mal, hier auf der Ecke ist ein neues Biom. Hier hinten auf der Ecke auch. Immer da, wo das Wasser anders aussieht, das ist ein anderes Biom. Könntest du im Prinzip getötet werden. Wofür könnte ich getötet werden? Hier, wo du bist, kannst du. Aber andererseits geht's nicht, weil es ab jetzt ein geschlossener Garten ist und Garten gehören ja zum Häusern. Ja, aber nee, also darf er dann nicht getötet Garten. Werden. Doch. Das ist ein Garten. Nee. Wieso doch. Nicht? Garten darf nicht größer sein als dein Haus. Ist es nicht? Ist es doch nicht. Es ist nicht größer. Müsste man ausrechnen. Aber ja, ich würde sagen, es ist nicht. Aber ich würde sagen, es ist nicht. Es steht drin, es darf nicht mehr Blöcke haben als wie das Haus selbst. Also das bedeutet, ich müsste jetzt quasi genauso viele Blöcke an Dirt, also beziehungsweise Garten bauen, wie mein Haus selbst hat. Ja, hat's aber nicht. Ich meine, ja gut, das ist ja breiter, müsste man ausrechnen, aber ich glaube nicht, dass der Garten größer ist. Ah, die Regeln werden jetzt eh nicht mehr so ernst genommen. Da ist ja jetzt zum Ende. Würde ich so nicht sagen, aber. Ja. So, jetzt habe ich endlich alles bepflanzt. Ich glaube es nicht. Irgendwo ist eine Katze draußen, die die ganze Zeit miaut. Ja, ich höre es. Jetzt gerade eben gehört. Yeah. Weiß nicht, warum die Leute sich eine Katze anschaffen und die dann nicht reinlassen. Ne? Du, manchmal schreien Katzen einfach aus Jux und Tollerei. Scheiß Katzenvieh. Manchmal? Manchmal? Ja, manchmal. Da fuck, was bist du denn? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Habt ihr noch eine Idee für schöner Wohnen, was ich an dem Haus noch machen könnte? Abreißen, neu bauen. Ach ja klar, logisch. Dachte, du wolltest konstruktive Kritik. Hab ich nie erwähnt. Charmant dieser Tore. Ich möchte, dass ihr mich Charmant anlügt. Charmant dieser Tore. Wir sollen ihn anlügen. Er ja, möchte soll die ich Wahrheit Dach nicht wissen. Okay, ich finde das super so. Echt? Schön. Also ich finde das ja also im Gegensatz zu vorher, als wo nichts da stand, einfach nur so ein Block, ist das jetzt ist schon immer schön. Nur ein Block, es hat nur jetzt einen Garten. Ja, aber der Garten macht halt doch ganz schön was her. Ja gut, es ist schöner geworden, aber in die andere Richtung war ja auch kein Spielraum mehr, ne? Okay. Nein, Quatsch, AGP. Ja. Das, ja. Mhm. Du übst ja noch. Es wird nicht besser, Tore. Es wird nicht besser. Tja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich mach mich jetzt auf eine Schlucht und gib ihm. Immer noch auf Leck? Was? Leckt's bei euch auch jetzt in eine Schlucht. Nö. In eine Schlucht. Ja, ich gehe jetzt in eine Schlucht und gib ihm. Gibst ihm was? Ja, ich brauche das Zeug, was da drin ist. Ich brauche 10 Erz, ganz viel. 10 Erz. Für unsere Bad-Höhle. Ihr könnt einfach durch das Portal gehen und auf den Mond. Nö, wir wollen selber hochfliegen. Bist du. Was bist denn du für ein hässliches Schaf? Das ist Silbererz, das will ich nicht. Ich bin kein Schaf, ich bin ein Schwein. Hallo, ein Schwein. So. Und du? Bist auch nur eine hässliche Kuh? Ich brauch du? Kohle. Bist du eine Kuh? Ich brauch Kohle.
Boah, irgendwie freue ich mich gerade, ne? Mein Opa kommt ja heute aus Dresden hierher. Aus Dresden. Oh, da wird mir wieder übelst die Ohren voll heulen. Ah, hier ist alles Kacke in Bayern und aber das Bier schmeckt gut. Aber das Bier, das ist gut. Ja. Nix können sie, die Bayern, aber das Bier, das schmeckt. Das ist super. Und darauf freust du dich drauf? Irgendwie schon auf seine mürrische Art wieder. Das so bei mir. Das ist auch wieder Silbererz. Ich brauch doch Kohle. Mensch, in Minecraft ist alles Kacke, aber Kohle. Kohle gibt's hier. Nicht. Kohle ist super. Apropos, ist mein Inventar voll? Ja, voll. Er hat Po gesagt. Nemo, fass nicht weh, du fährst das Po an. Das ist aber ein großes Po. Mist, ich hab mich gerade in ein Schaf geworfen. Das Po angefasst. Das wollte ich nicht. Ah, jetzt hab ich mich voll tindet. Voll ja, da so Schiss. Voll tindet. Das war doch aus Findet Nemo, oder? Ja. Ja. Ach Gott, den Film muss ich gleich auch mal wieder gucken. Zu hart für dich. Der Film war toll. Ja, der. Oh, das war sehr gefährlich, weil der auch immer gerade weg vor meiner Nase rumgeflogen ist. Diamanten! Du siehst mich. Ich wollte dir Hallo sagen. Aber nicht, wenn ich gerade Steine abbaue. Was macht ihr eigentlich gerade? Toro macht Quatsch. Ich mach mein Haus schöner. Ich will nicht die Cobblestone-Kacke, ich will die Diamanten aufheben, danke. Ich will mein grünes Haus fertig bauen, aber ich kann es nicht ganz fertig bauen, weil ich ja gerade Team Blau bin. Ich hatte auch überlegt, ob ich mein grünes Haus noch fertig baue, während ich jetzt blau bin, aber auch eher hinfällig alles. Okay. Bisschen mehr Kohle wäre cool. Ja, das dachte ich mir heute auch, als ich auf mein Konto geguckt habe. Ja, das dachte ich mir am Montag, ja. Ah, nächste Woche gibt's Geld. Juhu. Yay. Heute, als ich alleine aufgenommen habe, war ich mir kurz unschlüssig, ob wir den Fluch mit nicht fliegen schon haben. Ja, da habe ich gestern nach der Aufnahme dann auch nachgeschaut. Nee, der kommt doch nicht mehr. Nee, ja, ich sag ja, es ist ja nicht mehr so regelkonform momentan. Es kommt leider aber das neue coole Projekt. Oh ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Wer sagt denn, dass du dabei bist? Das weiß ich schon. Ich brauch dich nicht, Tore. Oh, guck mal, jetzt wird er flügge und meint, er braucht uns nicht mehr, Tore. Ich würde ihn auch nicht wollen. So eine kleine hässliche, so ein kleiner hässlicher Hund mit Hasenzähnen, den keiner adoptieren will. Was? Hast du gerade gesagt, ich habe Hasenzähne? Nein! Nein, das kennst ist kein hässlicher Hund, bis das Nein, guck mal, kennst du nicht diese Steven-Hunde, die immer so im Internet irgendwie auf solche Memes drauf sind oder so? Ach so, das, was der Freshy immer gemacht hat, ja. Was er als Profilbild bei Skype-Zeit lang hatte. Die im Tierheim immer übrig bleiben. Steven. Steven. Seitdem Steven. Die im Internet Helden sind, sind die, glaube ich, öfter adoptiert worden. Meinst du? Ja, ich glaube es auch. Glaube ich schon. Kann gut möglich sein. Wäre ja cool, ne? Die können ja nichts dafür, dass sie so überzüchtet sind. Wieso sind die so überzüchtet, wenn die gar eh keiner mag? Nein, guck mal, das ist so. Durch Züchtung, vor allem wenn du halt zum Beispiel nah verwandte Hunde halt kreuzt, entstehen halt viele Gendefekte und solche Sachen halt auch. Behinderungen okay. Und so weiter. Ich nenne es ja Linienzucht. Und Steven ist eine Behinderung, oder was? Und ja, sowas wie Steven, also so Hunde, die so einen Überbiss haben. Das ist einfach nur ein Hund mit Überbiss. Ja, aber das ist auch bedingt durch, es tritt ja, halt natürlich. Besonders oft da auf, weil es halt durch Überzüchtung halt passiert, sowas. Okay. Nur wieder was klärend. Ja. Schlau durch, Anne. Ein bisschen traurig. Kommt auch nicht so oft vor, wa? Schlau durch Anne oder das AGP, was dazu lernt? Schlau durch Anne. Ist doch nicht AGP. Ich fühle mich doch irgendwie gemobbt. Ah, nur irgendwie. Dachte, das wusstest du. Nein. Woher denn? Denkst du, ich krieg das nicht mit? Denkst du, ich krieg das mit? So rum. Rack Rock. Zinnerz. I need Zinnerz. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Wer dem ist, hat einfach nur gesagt, such eine Schlucht, gib ihm. Fertig. Mehr kam nicht. So ist er der Lord. Yep. So ist er der Lord. Der Lord Yo.
Niu, niu, niu. Was wollte ich überall machen? Redstone hier. Bin herrlich. Also Brain AFK. Ach, ich grab mich da weiter Stufen. Durch. Stufen, genau. Stufen wollte ich machen. Du wolltest Stufen machen? Ich wollte Stufen machen. Wasser. Diamanten. Diese Raketenlandebahn hat ja schon so ein bisschen das Gesamtbild der Stadt zerstört. Zerstört. Ne? Aber das bei dir zerstört alles irgendwie was. Ja. Du findest ja alles hässlich, was irgendjemand anders gebaut hat. Entartete Baukunst ist das. Ja, und selbst das ist Kunst. Das ist das horchige Gedächtnisbauwerk hier. Ja. Ich glaube, das war's. Vor allem die Wolke oben drüber ist ein bisschen... Ja gut, aber da guckt man ja nicht so hoch. Nein. Weil das ist witzig. Ich hätte mir eine Axt machen sollen. Aber ich hatte mir eigentlich schon bei dem Raketenstart von McManius und Co. hatte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass die Raketen explodieren. Aber nein, sie hängen ja bloß fest. Das wäre ja fies gewesen. Das wäre cool gewesen. Aber Nephias hat es ja dann erst richtig hart rausgezogen. Der ist dann auf dem Mond und hat die alle umgebracht. Ich weiß, ich war dabei. Ja. Und die hatten kein Atemgerät. Die sind dann also da oben auf dem Mond gespawnt und sind dann immer wieder gestorben. Hä, wieso hatten sie denn kein Atemgerät? Ach, weil sie es ja verloren haben, ja klar. Ja, die haben alles verloren. Man kann sagen, wieso gehen sie ohne Atemgerät auf den Mond? Ich habe auch noch einen Kill gekriegt. Dann müssten sie Mr. H Spiel heißen. War es dein erster Kill eigentlich? Ja, ne? Du wolltest ja schon öfter mal und es kam nie dazu. Nee. Nur durch den Kill sind wir auch auf den Mond gekommen. Und ich grab mich durch den Boden, Boden, ich grab mich durch den Boden. Silbererz. Diamanten! Braucht jemand von euch Diamanten? Ich hab unendlich viel. Kein Mensch braucht Diamanten. In diesem Modpack. Echt? Bei einigen Sachen brauchst du Diamanten. Ja, aber... Es ist so dunkel hier. Für die meisten Sachen aber nicht, ne. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so bauen soll oder lieber anders. Es ist zu dunkel hier drin. Habe ich Sticks dabei und Kohle? Ja, habe ich. Ach, Treppen. Wie mache ich das? Ey. Boah, habe ich mich ja schon ordentlich durchgegraben hier. Ich wollte hier an der Seite eigentlich eine dänische Flagge machen, aber wir dürfen ja keine rote Wolle benutzen zum Bauen. Ja, stimmt. Aber du kannst ja andere Sachen benutzen. Zum Beispiel einen Redstone-Block. Da hat er recht. Da hat er recht. Machen wir hin. Oh, hier ist ja richtige Ader. Ich glaube, jetzt kann ich dann gleich mal zum Backen gehen. Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. AGP hat gerufen. Zack. Ich hier Zombies. Ich mag Zombies nicht. Mögt ihr aber Zombies? Wir haben auch keine weißen Schafe leider, ne? Doch, bei mir, oder? Ah, ne, die sind nicht weiß, ne? Weiß nicht. Guck mal. Würde ja gerne weiße, rein rassige Schafe haben, ne? Aber warte mal, ich habe eine bessere Idee. Kriege ich nicht aus Strings weiße Wolle? Doch. Aber brauchst halt 9 Strings für eine Wolle. Ne, 4. 4 nur? Ja. Und ich kann ja aus Wolle Strings machen. Ich benutze mal deine Schafe. Das klick, klingt klick. Jetzt nicht richtig. Klick, klick. Ich share sie nur, das heißt, sie kriegen ja sowieso ihre Wolle wieder. Das ist ja also quasi kein richtiges Klauen. Leih mir sozusagen die Wolle aus. Wieso habe ich trotzdem weiterhin Tiere hier? Hier ist alles total hell, aber trotzdem werde ich immer noch mit Creeps und so weiter übersät. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil das grüne Haus noch nicht ausgeleuchtet ist. Nope. Eine Vermutung. Das erste, was man lernt in der Minecraft-Schule.
Oh, weißt du, einmal mit Profis. Wo ist mein Baumsamen von hier? Das ist weg. Dein Baumsamen? Ja, da. Ein Erzling. Oder? Heißt das so? Setzling. Nicht Erzling. Ups. Ein Erzling. Ein Erzling. Na, du kleiner Erzling. Wer kennt nicht das gute alte Kinderbuch? Agapi und der Erzling. So. Silbererz. Machen wir es denn? Sinnerz. Auf jeden Fall eigentlich ein guter Ort für geschisseltes Glas, würde ich mal behaupten. Wo bist du und was machst du gerade? Das verrät sie dir nicht. Oder ganz normales. Muss sie mir ja nicht verraten. Nee, wir reden auch nicht mehr miteinander. Nee. Seit der letzten Folge. Wir haben getrennt. Gehen wir getrennte Wege. Ja. Aber ich finde das okay. Ich habe in meiner Truhe Lunge. Ja, ist doch normal, wenn du Monster tötest. Und jedes Mal habe ich irgendwelche Gehirne in meinem Inventar, das verrottetes Fleisch heißen soll. Ja, brauche ich nicht. Weg damit. Brauche ich runtergeschmissen. Nicht. Solltest vielleicht mal erstmal überlegen, ob du sie wirklich nicht brauchst. Brauch sie nicht. Gebrauchtes Gehirn ist immer noch besser als gar keins, ne? Boah, ich könnte mir eigentlich schon langsam oder sicher wieder TNT bauen. Ich habe so viel Schwarzpulver. Er hat schwarz gesagt. Was? Schlecht. Das war nicht lustig, Anne. War schon ziemlich witzig. Nein. Er hat schwarz gesagt. Schwer bekloppt. Ah, scheiße, ich brauche Sand. Sand! Was ist das denn? Ziegelstein. Schrei bitte nicht so, ja? Das wäre nett. Danke. Nein. Habt ihr noch Schwarzpulver? Und wenn ja, gebt ihr mir davon auch was? Und wenn keins. Ja, wie viel? Irgendwie ist das zu weit. Ich hab nur 10 Schwarzpulver, das reicht mir nicht. Ich brauch viel mehr. Ah. Immer das, willst du mehr haben. Das ist aber traurig, ich hab gar kein Schwarzpulver so viel. Da und so. Mist. Ich hab vielleicht noch was, warte, ich guck gleich. Ja, und ich muss jetzt Sand farmen gehen. Was Wofür hier? Brauchst du denn das Schwarzpulver? Um TNT zu bauen. Und wofür brauchst du das TNT? Für meine Dubstep-Bombe. Und dafür soll ich dir jetzt mein kostbares Schwarzpulver geben? Ja. Ich beschütze dich dann. Vor dir? Nein, vor dummen Menschen. Warte, ich guck. Tu's nicht, Anne. Ach komm. Gönn dem Jungen doch seinen Spaß. Ja, ich mach Dubstep. Da musst du mir aber Dubstep vorwuppen. Ich wupp dir dann was vor, ja. Ich bin gerade am Sandfahren. Warte. Komm mal gleich zu deinem Haus. Jo, ich bin gleich da. Aber hab ich dir nicht schon mal was vor? Wasser! Ganz schlecht. Aber ich hab da schon mal was vorgewuppt. Oder wenn nicht? Musst du trotzdem nochmal machen. Okay. Ich bin auf dem Dach von deinem Haus. Okay, ich komme wieder hoch. Hab nur ein bisschen Sand gebraucht. Ich hatte nicht so viel. Ups. Ups. Boops. Wer hat Boops? Also ich hab welche und wie sieht's bei euch aus? Ich hab leider keine. Agapi verliert. So, ich bin hinter dir. Ja, warte. Ach. Ich muss kurz meine Truhe aktivieren, da ist das drin. Hier, yeah, da kannst du sie rausholen oben. 25 Schwarzpulver sind da drin. Meine Truhe ist weg, die taucht doch nicht mehr auf. Wo ist es denn? Da, ich hab's. Okay, danke. So, und jetzt machen wir eine Wupp-Wupp-Wupp-Munition. Schnell, beeil dich! Voll ja, hab ich.
Ansonsten wird es halt erst in der nächsten Folge wupp 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 geben. Nein, es muss jetzt wupp 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 geben. Das soll der Abschluss sein. Oh, die Sonne geht auf. Nein. Nachts wäre das viel cooler gewesen. Okay, einen TNT habe ich, das reicht. Um kurz mal zu. Obwohl, ich mache ein bisschen mehr TNT, dann macht es länger. Wupp, wupp, wupp. Warte mal. Machen wir das zu Beginn der nächsten Folge einfach. Okay. Ja, dann vielen Dank für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.